Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Geek111 und heute geht es hierum, nämlich um das iPhone 8 Plus. Nicht 7S Plus, sondern 8 Plus, ihr habt richtig gehört. Ich habe mir das Gerät gekauft, nachdem ich es auf der Keynote gesehen hatte und dachte mir, Mensch, das wird so heiß diskutiert, das muss ich mir unbedingt angucken. Außerdem wisst ihr ja, ich habe immer iPhones, also musste ich natürlich auch dieses iPhone haben, um es wenigstens für euch zu testen. Und das mache ich nun hier in diesem Review. Ich wünsche euch gleich viel Spaß nach dem Intro. Bleibt dran, euer Geek111. Willkommen zurück und wir starten direkt mit dem iPhone 8 Plus. Dieses gibt es dieses Jahr in drei verschiedenen Farben und zwar Gold, Silber und Space Gray, wobei Space Gray wirklich ein Grauton ist. Wie gewohnt gibt es das iPhone 8 oder wie es einige nennen auch iPhone 7S, allerdings dieses Mal nur in zwei Größen, nämlich 64 GB oder 265 GB. Dabei ist die Optik wenigstens auf der Front fast identisch geblieben. Die Kanten beim Plus sind 158,4 mm in der Höhe, 78,1 mm in der Breite und 7,5 mm dick. Auf der Front findet sich wie immer das 5,5 Zoll Display, wie auch schon im letzten Jahr, was ein Retina HD Display ist, wie es Apple nennt, und dieses löst weiterhin mit 1920x1080 Pixeln auf, also insgesamt 401 ppi. Die Rückseite ist allerdings neu, denn hier kommt nun Glas zum Tragen, damit ihr das ganze Teilchen auch endlich kabellos laden könnt, und zwar mit dem Qi-Standard. Das begrüße ich sehr, denn Apple hat hier nicht extra einen eigenen Standard eingeführt. Das wäre es auch noch gewesen. Auf der Unterseite hat sich auch nicht wirklich was getan. Der Rahmen ist natürlich aus Aluminium und auf der Unterseite findet ihr die Bohrungen rechts einmal für das Mikrofon und links für den Sound, also für den Lautsprecher, und in der Mitte den gewohnten Lightning-Anschluss. Daran hat sich also auch nichts geändert. Schauen wir uns die rechte Seite an, hat sich auch da nicht viel verändert. Ihr findet weiter relativ weit oben auf der rechten Seite den Power-Button und so ungefähr in der Mitte des Gerätes den Einschub für eure Nano-SIM. Natürlich wird es auch weiterhin nicht die Möglichkeit geben, eine Micro-SD-Karte einzulegen. Deshalb ja wichtig, entscheidet euch gut, ob ihr 64 oder 256 GB Speicher möchtet. Auf der linken Seite findet ihr wie immer von oben nach unten einmal den kleinen Hebel, um das Gerät stumm zu schalten, und natürlich die Lautstärke auf und ab. Und natürlich ist alles wieder exzellent verarbeitet, eigentlich genauso wie man es von einem iPhone gewohnt ist. Bei der Kamera auf der Rückseite hat sich auf den ersten Blick nichts verändert. Weiterhin gibt es zwei 12-Megapixel-Sensoren, einmal Weitwinkel, einmal Tele, und das Ganze mit einer 1.8er bzw. 2.8er Blende. Wirkt also nicht neu, hat sich aber trotzdem einiges dran getan. Die Bilder sehen noch besser aus als die des Vorgängers, weil hier vermutlich Apple mit der Software noch mal ein bisschen nachreguliert hat. Und hier zeige ich euch jetzt ein paar Bilder, sowohl im Porträtmodus wie das, was ihr jetzt hier seht, als auch verschiedene Lichtbedingungen. Gerade auch im Lowlight-Bereich kann das iPhone 8 Plus einiges noch mal wettmachen, was im letzten Jahr noch nicht war. Und das macht einen richtig guten Eindruck. Wer also ein Smartphone sucht mit einer richtig guten Kamera, der ist mit dem iPhone 8 Plus genau richtig dabei. Die Kamera überzeugt außerdem mit einem hohen Dynamikumfang und sehr realistischen Farben, die ein bisschen besser und realistischer wirken als noch im letzten Jahr. Sehr interessant und für mich extrem überraschend ist, das neue iPhone 8 Plus fühlt sich irgendwie neu an. Ich hätte gedacht, eigentlich es fühlt sich an wie das iPhone 7, doch irgendwie fühlt es sich neuer und besser an und alles läuft natürlich auch erwartet gut. iOS 11 kann, was seine Geschwindigkeit angeht, überzeugen. Hakelt zwar noch ein bisschen, aber ich denke, das wird sich mit den nächsten Updates ändern. Im Großen und Ganzen läuft aber alles sehr flüssig, was mit Sicherheit vor allem auch dem neuen A11 Bionic Chip zu verdanken ist, der in allen Benchmarks, ich glaube, aktuell so ziemlich alles kurz und klein gerechnet hat und auch alles im Schatten stellt. Wenn man sich die Benchmarks mal anguckt, von denen ich im Allgemeinen nicht so viel halte, dann ist, glaube ich, sogar die aktuelle Generation des Snapdragons langsamer und das will auf jeden Fall schon was heißen. Auch das Samsung Galaxy S8 und Note 8 können da nicht mehr mithalten. Wie ihr seht,
im Alltag, und das ist für mich das Wichtigste, läuft alles super flüssig und fluffig, und genau so soll es auch sein, gerade bei einem Gerät, was 909 Euro kostet. Hier macht Apple also einen gewohnt guten Job, und anders als es zum Beispiel das Samsung-Flaggschiff macht, wird die Software hier tatsächlich nicht über längeren Zeitraum langsamer. Ich habe das Gerät jetzt so circa 4 Wochen im Einsatz und muss sagen, ich habe bisher keinerlei Probleme oder Leistungseinbußen feststellen können. Kommen wir noch mal kurz zum Design zurück, und das ist der wahrscheinlich größte Kritikpunkt für viele, denn wir haben hier natürlich das Design, was wir schon vom ersten iPhone 6 bekommen haben, aber irgendwie auch nicht so ganz, denn durch die Glasrückseite wirkt und fühlt sich das neue iPhone 8 Plus anders an, und es sieht auch irgendwie anders aus. Wenn auch nicht viel, auch wenn die Front so ziemlich gleich aussieht, ist sie trotz alledem in meinen Augen wenigstens zeitlos. Klar, der eine oder andere schimpft und meckert über die Display-Ränder. Ich persönlich finde die gar nicht so störend, und von daher habe ich da auch überhaupt nichts zu bemängeln. Das Display ist mit Full HD wunderschön. Ich habe bisher noch keinerlei Pixel selber mit dem Auge erkennen können und von daher auch nichts zum Jammern. Die Lautsprecher sollen 25% lauter geworden sein. Das kann ich in meinen Tests nur bedingt bestätigen. Allerdings klingen sie noch ein bisschen besser als die des iPhone 7. Zu erwähnen wäre sicherlich auch noch das Gewicht, denn 202 Gramm sind auf jeden Fall eine Ansage, und wer sich nicht vorstellen kann, wie viel Gewicht das ist, der sollte das Gerät im Laden vor dem Kauf auf jeden Fall mal in die Hand nehmen. Mich persönlich hat es im Alltag nicht gestört. Zu guter Letzt wäre da noch der Akku, der bei mir einen guten Tag bis anderthalb Tage hält, wenn ich es normal nutze, wirklich einen Tag. Damit bin ich sehr zufrieden, wenn man bedenkt, wie klein der Akku ja grundsätzlich bei einem iPhone ist. Und natürlich ist es auch wieder spritz- und wassergeschützt bzw. wasserfest nach IP67. Nun wird es Zeit für das Fazit zum iPhone 8 Plus. Auf der Haben-Seite, also auf der Plus-Seite für das iPhone, ist ganz klar eine Top-Verarbeitung, eine Wahnsinns-Performance, weil der A11 Bionic-Chip alles kurz und klein rechnet. iOS 11 läuft gewohnt flüssig und fluppt in jeder Lage eigentlich. Die Kamera ist unfassbar gut und wahrscheinlich das Merkmal des iPhone 8 Plus, was am meisten heraussticht in meinen Augen, denn die Kamera ist wirklich noch mal ein ganzes Stück besser als die des 7 Plus in meinen Augen, weil sehr viele Software-Features zusammenspielen. Die Dynamik ist richtig gut bei den Bildern, also die Kamera sticht richtig hervor. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Negativpunkt, den Preis für ein iPhone 8 Plus. Und die Frage, bin ich bereit, fast 1000 Euro oder knapp über 1000 Euro für die große Variante auszugeben? Und das muss natürlich am Ende des Tages jeder für sich selber wissen. Grundsätzlich kann man über die Preise von Apple meckern. Fakt ist aber, sie haben sich nicht wirklich viel nach oben geändert. Einzig mit dem neuen iPhone X ändert sich das. Grundsätzlich kosten diese Geräte aber noch das Gleiche. Für viele auch ein Nachteil, für mich so ein Wischiwaschi-Nachteil, ist das alte Design, was in meinen Augen immer noch wunderschön und eigentlich auch so ziemlich zeitlos ist. Ich weiß aber, dass viele da draußen ein frisches Design favorisieren würden. Deshalb ist es für den einen oder anderen ein Nachteil bei dem iPhone 8 oder 8 Plus und für den anderen ein Vorteil. Ich finde es, wie gesagt, sehr schön und finde das jetzt kein Grund, ein iPhone 8 oder 8 Plus nicht zu kaufen. Anders ist es allerdings, wenn es um das Upgrade geht. Ein Upgrade von einem iPhone 7 oder iPhone 7 Plus würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Denn so groß ist der nächste Sprung dann tatsächlich nicht für das Gerät. Und wenn ihr ein iPhone 6 oder 6 Plus habt, dann wäre das, oder 6S und 6S Plus, dann wäre es schon wieder interessant, über ein Upgrade nachzudenken, zum Beispiel im Rahmen einer Vertragsverlängerung oder ähnliches, oder auch wenn ihr euch das Gerät kaufen wollt. Das also mein Fazit zu dem Gerät. Grundsätzlich extrem gutes Gerät mit wahnsinnig und gewohnt guter Performance zu einem sehr saftigen Preis, der nun mal eben von Apple ist. Dazu aber eine Top-Verarbeitung. Ich bin gespannt, was ihr zu dem iPhone 8 Plus sagt. Würdet ihr es euch kaufen oder habt ihr es euch vielleicht gekauft? Seid ihr zufrieden damit? Würdet ihr eher ein iPhone X kaufen? Das würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir auch bitte ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, damit ich weiß, ob ihr es gut findet oder nicht. Und lasst mir auch gerne ein Abo da. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Euer Geek111. Vielen Dank. Ciao.